Migräne, das ist doch einfach nur ein Kopfschmerz, der etwas stärker ist. Mit diesem oder ähnlichen Sätzen werden oft Migränepatienten konfrontiert und es fühlt sich wie ein Schlag ins Gesicht an. Denn Migräne und Kopfschmerzen sind zwei völlig unterschiedliche Erkrankungen und Schmerzen. Und das ist das Thema der heutigen Podcast-Sendung. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Und mein Name ist Dr. Annette Jasper. Du bist in einer neuen Folge von Deine Gesundheit machst du selbst. Und heute handelt es sich um eine ganz besondere Folge, denn wir haben einen fantastischen Gast. Und zwar handelt es sich um die Bianca Leppert. Und Bianca Leppert hat ein Buch über Migräne geschrieben. Und sie hat die Migräne als ihre Superkraft bezeichnet. Und warum man die Migräne als Superkraft sehen kann und wie sie denn als Superkraft fungieren kann, wie sie möglicherweise dein Leben bereichern kann, denn dass sie dein Leben verändert, ist definitiv klar. Aber wie du sie als Superkraft ansehen kannst, darüber sprechen wir heute und natürlich auch darüber, wie du dir helfen kannst, was es für Möglichkeiten gibt, wenn du unter Migräne leidest, was du machen kannst, wie du diese Attacken dir erleichtern kannst oder aber wenn du jemand bist, der Partner oder die Partnerin von einem Migränepatienten, Migränemenschen bist, was das für dich bedeutet, beziehungsweise was das für den anderen bedeutet und wie du dem anderen helfen kannst. Das ist ja das ganz große Thema, den anderen richtig zu verstehen und dann eben zu wissen, auf diese Art und Weise kann ich ihm helfen und wenn ich was anderes tue, da tue ich einfach das Gegenteil. Ich lade dich ganz herzlich ein zu dieser ganz wichtigen, ganz spannenden Folge und ja, lass dich jetzt einfach mal zuhören. Viel Spaß dabei! Ja, meine Lieben, ich habe euch ja gerade schon gesagt, wir haben ja heute eine Superheldin zu Besuch im Podcast. Und die Superheldin ist ja die Bianca. Und Bianca als Journalistin, du wirst dich sehr, sehr gut selbst vorstellen können. Deswegen gebe ich auch gleich das Wort an dich. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer bist du? Was machst du? Bitte, ja, erstmal Bianca. Danke, Annette, für die Podcast-Einladung. Ich bin Bianca Leppert. Ich bin, wie du schon richtig gesagt hast, Journalistin, freie Journalistin, jetzt schon seit über 10 Jahren selbstständig, arbeite da für verschiedene Magazine im Lifestyle-Bereich, im Gesundheitsbereich, aber auch im Motorsport, so ein bisschen ungewöhnlich. Und ich bin eine Superheldin, weil ich mich selber als Migräne-Superheldin tituliert habe. Da findet man auch mein Buch, was immer so ein großer Traum von mir war, als Journalistin ein Buch zum Thema Migräne zu schreiben. Das heißt, ich habe Migräne und was ist deine Superkraft? Und mein Instagram-Account Migräne-Superhelden, Migräne mit AE, ist halt auch daran angelehnt, dass ich mich als Migräne-Superheldin sehe. Und so ist so ein ganzes Superhelden-Universum entstanden. Kennengelernt haben wir uns ja über unseren Verlag sozusagen, ja, über den Komplett-Media-Verlag, in dem ich ja mein Buch Yoga sei Dank rausgebracht habe. Und die sind, ich weiß es gar nicht so, ziemlich zeitgleich, glaube ich, rausgekommen oder irgendwie so im Unterschied von einem halben Jahr. Und wir haben uns damals kennengelernt und haben sofort gesagt, oh ja, wir machen ein Podcast-Interview. Und das Ganze ist jetzt über 2 Jahre her. Und deswegen bin ich so glücklich, dass du jetzt endlich hier bist. Aber bevor wir in die Migräne einsteigen, die mich natürlich brennend interessiert, und ganz ehrlich, Bianca, heute passend zum Thema bin ich mit wahnsinnigen Kopfschmerzen aufgewacht. Oha. Und ich habe sonst keine Kopfschmerzen. Ja. Und ich weiß, Kopfschmerzen sind keine Migräne. Und du wirst uns ganz bestimmt gleich noch den Unterschied erläutern. Aber ich habe dann heute Morgen da gelegen und habe mir gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein. Du wirst doch nicht dieses Interview absagen müssen. Ein schlechtes Omen. Genau. Und habe mich wirklich jetzt durchgehangelt, jetzt haben wir ja Nachmittag. Also insofern
ich sollte wahrscheinlich so ein bisschen zu spüren bekommen, wie das ist, wenn der Kopf so wehtut. Ne? Aber bevor wir zu dem Thema kommen, was hat denn der Motorsport da jetzt irgendwie in deiner Beschreibung zu suchen? Ja, das ist ganz lustig. Ich bin tatsächlich mit Motorsport aufgewachsen. Ich komme aus einer Familie, die da sehr aktiv ist und bin früher auch Go-Kart-Rennen gefahren. Und so wie ich das mit all meinen Themen mache, ich muss einen persönlichen Bezug dazu haben und bin da so mit vollem Herz dabei. Und so ist es halt, dass ich tatsächlich diesen familiären Bezug zum Motorsport habe. Ich bin da auch mit der Formel 1 tatsächlich viel auf der ganzen Welt unterwegs. Das ist auch schon die letzten 10 Jahre. Und da ergeben sich dann natürlich auch wieder Verknüpfungspunkte. Also Migräne auf Reisen ist jetzt nicht so spaßig. Jeder, der schon mal Migräne hatte, wird das wissen, dass man sich da am liebsten zurückzieht und keine Lust auf Flugzeuggeräusche hat. Oder irgendwo auf der Welt zu sein, wo man sonst niemanden kennt. Und so mache ich da jetzt auch nie ein Geheimnis draus, weil das gehört so zu meinem Leben dazu. Und ist halt mit Migräne dann erst recht herausfordernd, sage ich mal, so einen Job auch mit so einer Umgebung zu haben. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also du berichtest dann über die Rennen, also Motorsport ist überhaupt nicht mein Thema, entschuldige bitte, aber ja, heißt das dann Rennen, ja, du berichtest dann über die Rennen. Genau. Und und wenn du an dem Tag gerade Migräne hast, was machst du dann? Ja, also die Frage bekomme ich tatsächlich sehr oft gestellt. Also ich bin bei vielen Rennen in Deutschland unterwegs. Das sind dann eher so Breitensportserien, die jetzt vielleicht nicht jedem bekannt sind. Ist jetzt nicht ganz so glamourös wie Formel 1. Da geht es immer noch einigermaßen. Aber gerade wenn ich natürlich so auf Langstreckenflügen unterwegs bin, also Brasilien, Aserbaidschan, Japan, Südkorea, das hatten wir alles schon. Und da hatte ich tatsächlich auch schon öfter Migräneattacken. Also da sage ich mir immer, einen Plan B zu haben, ist immer ganz wichtig. Weil wer Migräneattacken öfter hat, kennt diese Angst vor der Angst, also so diese Erwartungsangst, was passiert, wenn ich genau an diesem Termin meine nächste Migräneattacke bekomme, ob das eine Hochzeit ist, ein Geburtstag oder wie bei mir jetzt ein wichtiger Jobtermin. Und da muss man schauen, dass man das so ein bisschen loslässt und sagt, okay, wenn es so ist, dann ist es halt so, aber mich vorher verrückt machen bringt jetzt hier gerade gar nichts, weil man hat rausgefunden, sogar das kann die Migräneattacke dann fördern oder triggern, dass sie erst recht kommt. Deswegen sage ich, Plan B ist so wichtig, heißt einerseits die Vorbereitung, sprich, wenn ich jetzt einen Langstreckenflug vor mir habe, weiß ich, ich habe immer mein eigenes Wasser dabei. Ich habe immer so eine Schlafmaske irgendwie dabei. Ich schaue, dass ich die Flüge so buche, dass ich nicht mitten in der Nacht irgendwie zum Flughafen muss. Das sind alles so vorbeugende Sachen, können wir gleich auch noch drüber reden, die ganz wichtig sind. Und im Akutfall habe ich tatsächlich dann meine Medikamente. Und das hat lange gedauert, bis ich da die richtigen für mich gefunden habe, aber ich kann mich dann darauf verlassen, dass die wirklich wirken. Und wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, schaue ich, dass ich mich dann mal eine halbe Stunde oder eine Stunde zurückziehe und eine Pause mache und warte, bis die Medikamente wirken. Genau, aber das ist so die Strategie. Ja, da sind wir ja schon wirklich mitten im Thema vom Motorsport jetzt bei der Migräne angelangt. Ja. Du hast dich ja sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Vielleicht kannst du uns einfach gleich mal sagen, warum oder was der Unterschied zwischen Migräne und Kopfschmerzen ist. Der Unterschied zwischen Migräne und Kopfschmerzen ist tatsächlich nicht jedem klar, weil es oft in einen Tonne geworfen wird. Wie du vorhin richtig gesagt hast, Migräne ist viel mehr als Kopfschmerz. Migräne beschreibe ich Menschen, die selber nicht kennen, mit dem Satz, stell dir vor, das ist wie eine Magen-Darm-Grippe, von der Schwäche her wie eine Grippe mit hohem Fieber und die schlimmsten Kopfschmerzen, die du dir vorstellen kannst. Heißt, da wird schon klar, Migräne umfasst viel mehr als den eigentlichen Kopfschmerz.
Die Unterschiede nach Definition, natürlich muss immer der Arzt eine jeweilige Diagnose stellen, aber nach Definition ist es so, dass eine Migräneattacke zum Beispiel zwischen 4 und 72 Stunden anhalten kann. Das heißt, wenn ich jetzt einen Spannungskopfschmerz habe, ist es eher ungewöhnlich, dass ich den 3 Tage, also 72 Stunden am Stück habe. Das ist bei der Migräne aber durchaus möglich. Also ich gehöre zum Beispiel zu den Kandidatinnen, die das tatsächlich meistens über 3 Tage trotz Medikamenten haben. Dann ist der Unterschied, du hast bei Spannungskopfschmerzen vielleicht eher das Bedürfnis, rauszugehen, frische Luft zu schnappen und merkst dann auch, dir tut es gut. Bei Migränekopfschmerz ist es so, dass die Betroffenen oft sagen, jede Art der Bewegung macht das Ganze schlimmer. Also es ist dann wirklich wie so eine Erschütterung für den Kopf. Da sind wir auch schon bei der Charakteristik der Schmerzen. Es ist eher so, dass Migräneschmerz als pulsierend und pochend beschrieben wird, wohingegen der Spannungskopfschmerz eher dumpf ist. Da würde ich mich aber immer nicht so sehr drauf verlassen, weil ich zum Beispiel auch oft eher drückende Kopfschmerzen habe und es ist trotzdem Migräne, weil ich dann halt einfach weiß, ich habe so typische Begleiterscheinungen noch dabei. Und das sind zum Beispiel Übelkeit, wie ich das vorhin schon mit der Magen-Darm-Grippe erwähnt hatte, extreme Erschöpftheit, dass ich wirklich es nicht mehr schaffe, in die Küche zu gehen, um mir ein Glas Wasser zu holen. Und dann haben das natürlich auch noch einige, das nennt sich dann Migräne mit Aura, da kommen dann noch so als Vorboten Sehstörungen mit dazu, wo man mitunter Blitze sieht oder irgendwelche andere Muster oder man sieht Teile in seinem, also man sieht im Sehfeld gewisse Teile nicht mehr, hat wirklich wie so Löcher, die so rausfallen oder Lähmungserscheinungen beispielsweise. Ja, genau, also das ist so im Großen und Ganzen der Unterschied zwischen Spannungskopfschmerz, normalem Kopfschmerz und Migräne. Wow, gut, dass ich nur den Kopfschmerz kenne, fällt mir da ein. Ja. Also Menschen, die Migräne haben, die sagen, ich habe jetzt Migräne, ich bin jetzt gerade nicht ansprechbar. Also bitte durchaus ernst nehmen. Ja. Aber sag mal, Bianca, du hast es ja schon seit vielen Jahrzehnten, kann man ja sagen. Also kannst du dich erinnern, wann es angefangen hat? Gab es da irgendwie den Tag X, wo du sagst, okay, da habe ich das und das gemacht. Gab es irgendeinen Auslöser? Ja, also ich erinnere mich dann noch sehr gut dran, wann ich meinen ersten Migräneanfall bewusst hatte. Das war, als ich, also es ist schon über 20 Jahre her, ich bin jetzt 36, das war so in meiner Pubertät. Da war ich mit meinen Eltern auf einem Betriebsausflug von meinem Papa, also mit der Firma, auf so einer Berghütte. Und da gab es an dem Abend Wildgulasch oder sowas. Und dieses Wildgulasch hatte einen extrem eigenen Geruch. Und da noch eine Ergänzung zur Frage vorher. Auch solche Geruchsempfindlichkeit oder Lichtempfindlichkeit ist typisch für Migräne. Und genauso war das an dem Abend. Ich habe dieses Wildgulasch gerochen und dachte mir so, boah, mir wird es hier sowas von übel. Irgendwas läuft hier gerade total schief. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass mir das Licht einfach viel zu grell ist. Und ich bin dann irgendwann auf die Toilette von dieser Berghütte und bin da, glaube ich, eine halbe Stunde nicht mehr rausgekommen, musste mich auch übergeben. Und ich hatte das, in Anführungsstrichen, Glück. Meine Mama hatte selber Migräne und die wusste dann schon relativ schnell, was da los sein könnte. Und hat dann auch gesagt so, oh, das erinnert mich an meine eigenen Migräneattacken. Womöglich hat meine Tochter das jetzt auch. Und das ist halt auch der Klassiker. Es ist tatsächlich genetisch auch bedingt, weil du gerade nach dem Auslöser gefragt hast. Also diese genetische Veranlagung, die trägt man in sich, wenn beispielsweise ein Familienmitglied das auch schon hatte. Es muss aber nicht bei jedem so sein, dass sich daraus Migräne entwickelt dann auch.
Das kommt wirklich so auf die persönliche Disposition an und da sind die in der Forschung auch noch nicht wirklich so weit, dass sie sagen können, wann setzt sich das durch und wann nicht. Aber wenn man hört, dass mehrere Menschen in der Familie Migräne haben, ist es zumindest kein überraschender Fakt, sage ich jetzt mal. Das heißt, du hast seit über 20 Jahren hast du oder seit 20 Jahren hast du Migräne. Mhm. Wie regelmäßig hast du die? Also das variiert. Ich würde jetzt mal sagen, in meiner Jugend hat mich das noch nicht so eingeschränkt und das war dann auch oft damit getan, dass ich mich ins Bett gelegt habe und am nächsten Morgen mit ausreichend Schlaf war das Thema erledigt. Mittlerweile ist es so, dass ich sie so, ja, einmal im Monat, das kommt immer ganz drauf an, aber so zwischen, wenn es gut läuft, einem Schmerztag und 5 bis 6 Schmerztagen im Monat, wo ich dann wirklich eingeschränkt bin, so läuft es ungefähr ab. Und ich sage ja immer gerne mal, ja, ich habe dann mein Rendezvous mit Erna, weil ich habe meine Migräne Erna getauft, einfach um so ein bisschen mehr Abstand dazu zu bekommen, dass ich jetzt nicht nur die Migräne bin. Und es erleichtert ungemein die Kommunikation mit Freunden, mit Familie und nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Schwere. Weil wenn man sich jetzt so anhört, oh je, da fällt jemand irgendwie 2-mal im Monat aus, dann ja, mag das so ein bisschen traurig und verzweifelt rüberkommen, aber es ist wirklich dann viel einfacher, wenn ich sage, oh ja, ich habe schon wieder die Erna zu Besuch. Und ganz süß, meine Freunde haben mir zur Buchveröffentlichung einen Kapuzenpulli geschenkt, mit dem, also auf dem vorne dann drauf stand, Erna, go home. Und, und so sprechen wir dann halt ganz oft drüber, dass die Erna jetzt gerade schon wieder angeklopft hat und die so nervig ist, dass sie jetzt dann mal wieder abhauen soll. Das finde ich ja nett. Das ist ja, du hättest das Buch vielleicht auch Erna nennen können. Ja. Und das nächste Buch heißt dann Erna. Genau. Erna, das finde ich ja toll. Und ja, apropos Buch, du hast dich ja in der Zeit, also in den letzten 20 Jahren ja intensiv mit Migräne beschäftigt. Und in deinem Buch geht es ja genau um dieses Thema. Ich nehme an, dass du da sehr, sehr viele Tipps, mir fällt gerade ein, ich muss mir das eigentlich noch besorgen. ich nehme an, dass du da ganz viele Tipps auch gibst, wie man das verhindern kann, beziehungsweise kann man Migräne verhindern, kann man sich dagegen wehren, dass man sagt, okay, jetzt am 10. des Monats, das ist so ungefähr wie die Periode, ja, da kommt dann Erna zu Besuch, da plane ich irgendwas um oder ich ernähre mich anders. Ich bin ja im Ayurveda unterwegs, kann man da was tun? Wie sind deine Erfahrungen? Ja, das ist jetzt da kommt jetzt wahrscheinlich eine sehr umfassende Antwort bei raus. Gut. Also im Buch grundsätzlich war meine Idee zu sagen, hey, das ist irgendwie ein Thema, das hat erstens mehr Aufmerksamkeit verdient, also möchte ich darüber schreiben. Und zweitens war mein Impuls, es gibt sehr viele medizinische Bücher dazu, aber mir hat so ein bisschen was gefehlt, wo ich mir denke, ey, jetzt beschäftige ich mich gerne mit dem Thema und auf eine lustige, humorvolle Art. Und deshalb auch so der Ansatz mit der Superkraft. Und aus dem Grund habe ich mein Buch in 4 Teile gegliedert, weil ich der Meinung bin, dass Wissen bei Migräne eben so wichtig ist. Und das ist jetzt genau das, was du ansprichst. Wenn ich gut über meine Krankheit informiert bin, kann ich einfach viel besser damit umgehen. Wenn ich irgendwie lerne, sie zu akzeptieren, auch dann kann ich besser damit umgehen. Weil der Knackpunkt, Migräne ist nicht heilbar. Und so traurig das klingen mag, mit genau dem Satz bin ich direkt schon im Vorwort eingestiegen, weil ich nichts davon halte, Menschen etwas zu versprechen, was es halt einfach nicht gibt. Was ich aber daraus als Chance nutzen kann, ist zu sagen, okay, es ist nicht heilbar, aber ich kann lernen, damit zu leben. Also wie mache ich mir ein schönes Leben mit Migräne? Und genau darum geht es im Endeffekt in den 4 Teilen, nämlich erstmal kennenzulernen, was ist Migräne überhaupt, wie fühlt sich das an? Das ist der erste Teil.
Im zweiten Teil geht es darum, Wissen zu vermitteln, also was passiert da eigentlich im Gehirn. Im dritten Teil geht es dann wirklich um die Behandlung, also auch um Medikamente und Prophylaxe. Und im vierten Teil geht es eben darum, wie kann ich das so in meinem Alltag integrieren. Und zu deiner konkreten Frage, ja, ich kann das schon beeinflussen, wie oft ich Migräne habe, in gewissem Maß. Also ich kann Sachen dafür tun, ob es dann wirklich funktioniert, ist immer die andere Frage. Was nicht funktionieren wird, ist dieser Wunschtraum, oh, ich habe am 10. diesen Termin, kann ich meine Migräne jetzt irgendwie verhindern? Das ist schwierig. Aber du hast gerade schon so hormonelle Geschichten und sowas angesprochen. Es gibt tatsächlich viele Dinge, die man im Leben verändern kann oder worauf man achten kann, um Migräneanfälle in der Häufigkeit zu reduzieren. Genau. Mhm. Du willst jetzt sicher wissen, welche. Natürlich will ich das wissen. Okay. Also, die Basis ist halt zum Ersten, die Veranlagung zur Migräne hat man. Das kann man nicht verändern. Aber es gibt gewisse Trigger, die das Ganze dann erst zum Ausbrechen bringen. Das nennt sich, da spricht man also gerne auch von einer so einer Regentonne-Theorie, sprich, umso mehr sich in meinem Alltag anhäuft und dafür brauchst du immer mehrere Trigger, also es gibt nicht den einen, immer wenn ich Essiggurken esse, kriege ich Migräne und wenn ich rausgefunden habe, dass Essiggurken ein Problem sind, kriege ich nie mehr Migräne. Wird nicht passieren. Also ich muss also schauen, dass ich in meinem Alltag so ein bisschen darauf achte, die Trigger zu vermeiden und mein Gehirn nicht überzustrapazieren. Weil das ist so der Hintergrund bei Migräne. Das Gehirn funktioniert einfach anders und ist sehr leicht reizbar und sehr leicht von Reizen überflutet. Man spricht auch von einer Reizverarbeitungsstörung des Gehirns. Also es ist eine neurologische Erkrankung. Das wissen viele auch nicht. Man geht zum Orthopäden oder zum Physiotherapeut oder so, aber es ist tatsächlich eine neurologische Erkrankung. Und auf diese Trigger oder auf diese Reizbarkeit des Gehirns kann ich achten, indem ich beispielsweise darauf achte, regelmäßig zu schlafen. Das heißt, sowohl nicht kürzer schlafen als normalerweise, aber auch nicht länger. Denn beide Faktoren bringen mein Gehirn aus dem gewohnten Rhythmus. Also ich beispielsweise stehe jeden Tag auch am Wochenende um die gleiche Uhrzeit auf. Gleicher Faktor Regelmäßigkeit zum Beispiel beim Koffeinkonsum. Manche sprechen davon, dass sie am Wochenende häufiger Migräne haben. Warum? Oft hat man dann festgestellt, die Personen trinken vielleicht am Wochenende mehr Kaffee oder weniger Kaffee als unter der Woche. Sprich, da gibt es einfach auch so einen Wechsel in der Regelmäßigkeit. Hormone, genau dasselbe Thema. Wenn ich meine Tage bekomme, verändert sich auch in meinem Hormonhaushalt etwas. Es gibt dann einen, ich glaube, es ist ein Östrogenabfall. Auch das, gut, das lässt sich halt schwierig steuern. Insgesamt ist menstruelle Migräne sowieso hartnäckiger. Da diskutiert man über die Auswirkungen von Pillenpräparaten und so weiter, ist aber noch nicht so super gut erforscht. Ja, was betrifft noch Regelmäßigkeit? Das nächste ist zum Beispiel Entspannungsverfahren. Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen hat sich sehr gut bewährt bei Migräne. Viele sagen, Yoga hilft ihnen. Also im Endeffekt alles, was das Gehirn im regelmäßigen Rhythmus belässt und gleichzeitig auch so ein bisschen runterreguliert, dass die Reizschwelle einfach nicht so niedrig liegt. Und wenn wir über diese Trigger reden, dann geht es natürlich auch darum, so ein bisschen selber steuern zu können, wie kann ich die dann vermeiden? Also mit den Sachen vorher habe ich jetzt mal das Gehirn beruhigt in dem Sinne. Und wenn ich dann noch die Trigger vermeiden kann, ist das eine gute Sache. In meinem Fall ist es beispielsweise Sonneneinstrahlung von einer Seite. Wenn ich im Auto sitze, auf der Autobahn und habe von einer Seite ständig die Sonneneinstrahlung, dann merke ich, oh, das gibt relativ schnell eine Migräneattacke. Ich reagiere auch eben auf Schlaf.
total extrem. Düfte sind für viele generell ein Problem. Also ich bitte viele Leute auch in meinem Umkreis, kein Parfum zu tragen. Ja, was haben wir noch? Ach so, Auslassen von Mahlzeiten, auch ein ganz wichtiges Thema. Wenn ich ein Mittagessen oder ein Abendessen oder gar ohne Frühstück in den Tag starte, dann eskaliert es garantiert. Also das sind alles so, ich habe da auch so eine Übersicht, ich habe ein Trigger-Bullshit-Bingo im Buch, wo man quasi für sich selber ankreuzen kann, auf welche Faktoren man da reagiert. Genau, jetzt habe ich aber hier einen Monolog gehalten. So soll es ja auch sein, Bianca, so soll es ja sein. Ja. Nee, ich fand das sehr, sehr schön. Also zusammengefasst, also, ich habe jetzt daraus gelernt, also die Regelmäßigkeit, die Routinen sind ganz wichtig und jeder darf das für sich selbst herausfinden, was für ihn da das Wichtige ist. Und so wie du das erzählt hast, also mir ist gerade so gekommen, Migräne ist wirklich eine Superkraft, weil diese Superkraft, so wie du es so schön sagst, die zwingt dich ja zur Achtsamkeit. Ja. Ja, die zwingt dich dazu, deinen Körper zu beobachten, die Körpersignale zu beobachten. Und das ist ja die Achtsamkeit, ne? Einfach um zu schauen, okay, wie reagiere ich auf was? Und manchmal ist es vielleicht ja auch, der Job einem gar nicht so gut tut. Ne? Ein Job, der gar nicht das zulässt, dass man so eine Regelmäßigkeit hat. Ne? Ja. Also du hast ja jetzt einen Job, freie Journalistin, du kannst dir die Zeit frei einteilen, so stelle ich es mir zumindest vor. Meistens. Ja. Ne? Und wenn du natürlich einen Job hast, wo du dich nicht mal kurz zurückziehen kannst, weiß ich nicht, wo du immer irgendwie vor dem Kunden oder irgendwie auf einem Präsentierteller stehst und dann kannst du nicht mal durchatmen, dann ist es natürlich schwieriger, da achtsam mit sich umzugehen. Ne? Definitiv. Also natürlich, man kann nicht alles beeinflussen und wenn man jetzt an seinem Job hängt, dann muss man halt schauen, was kann ich machen, also was ist in meinem Wirkungsbereich, sprich, kann ich die Kollegen vielleicht bitten, dass ich nicht am Fensterplatz sitze, kann ich die vielleicht bitten, dass man kein Radio hört, weil ich auf die Geräusche zu arg reagiere. Da gibt es schon Wege und Möglichkeiten, aber wie du sagst, wenn ich jetzt zum Beispiel Notarzt im Schichtdienst bin oder sowas, dann stelle ich mir das wirklich sehr schwierig vor. Und mit der Superkraft, weil du das angesprochen hast, genau das eine ist Achtsamkeit. Was ich mir auch dabei gedacht habe, ist halt, man schafft es trotzdem irgendwie seinen Alltag zu bewältigen, obwohl man diese Migräneattacken immer mal wieder hat. Und die sind ja größtenteils unberechenbar. Das ist für mich einfach eine Superkraft, dass man trotzdem irgendwie versucht, ein normales Leben zu führen. Und das nächste ist halt auch, wie ich das vorhin beschrieben habe, wir hören intensiver, wir riechen intensiver, teilweise sehen wir Sachen, die andere vielleicht nicht sehen oder nehmen einfach mehr wahr, eben weil das Gehirn so anders strukturiert ist. Und das war für mich dann immer die Superkraft, zu sagen, wow, da kommt ja doch schon einiges zusammen, was außerordentlich ist. Mhm. Was ich nicht damit meine, das könnte man missverstehen, dass ich sage, ich bin dankbar für meine Migräne. Auf keinen Fall, weil wenn es funktionieren würde, hätte ich diese Superkräfte lieber ohne Migräne oder ich hätte diese Superkräfte einfach gar nicht. Aber wo ich sie schon habe, sind es natürlich Eigenschaften, die mein Gehirn vielleicht oder überhaupt Gehirne von Menschen mit Migräne von anderen unterscheiden. Also es hört sich so an, dem Menschen mit Migräne, dem fehlen so ein paar Filter im Gehirn. Ne? Mhm. Also so, na, es kommt alles so oder mehr oder weniger alle Signale kommen so ungefiltert rein. Mhm. Und kann man die Filter im Nachgang sozusagen noch einbauen? Kann man quasi abstumpfen? Das ist halt dann genau die Sache, die ich vorhin erklärt habe, nämlich versuchen über Entspannungsverfahren diese Reizschwelle zu lindern, wo man sagt, okay, da kommen jetzt viele Eindrücke und da kommen viele Reize, aber das schwingt nicht immer gleich in eine Migräne um. Also eine Migräne ist ja eine Entzündung im Gehirn
und dass die halt erst gar nicht ausgelöst wird, kann man halt diese Reizschwelle so ein bisschen beeinflussen. Aber das ist halt auch so individuell. Deswegen viele geben dann Tipps und sagen, das hat bei einer Bekannten funktioniert. Aber die Reizschwelle ist auch so unterschiedlich. Also ich kenne welche, die haben vielleicht zweimal im Jahr Migräne, wenn man chronische Migräne hat. Also man unterscheidet zwischen episodischer und chronischer Migräne. Chronische Migräne ist definiert, dass du mehr als an 15 Tagen im Monat Migräne hast. Und das ist dann wirklich schon extrem einschränkend. Man bekommt ab einem gewissen Grad bei Migräne auch einen Schwerbehindertenausweis oder kann den beantragen. Und also wenn ich dann in so einem Umfang Migräne habe, dann ist es mit Entspannungsverfahren und so einer Regelmäßigkeit, um das Gehirn zu entlasten, natürlich schwierig. Deswegen sage ich immer, das kann funktionieren, aber muss auch nicht bei jedem, weil halt jeder individuell ist. Und da geht man halt davon aus, dass offensichtlich da die Filter nochmal andere sind, also noch extremer quasi verbaut oder eben nicht verbaut in dem Fall, wenn ich wirklich so heftig Migräne habe. Das wusste ich nicht, dass man da einen Schwerbehindertenausweis bekommen kann. Das finde ich ja wirklich sehr, sehr interessant, sehr, sehr krass. Ja. Mhm. Würdest du sagen, Migräne-Menschen oder Migräne-Patienten, sage ich irgendwie so, also Menschen mit Migräne, ist das das Gleiche wie hochsensibel sein oder ist das noch was anderes? Ich finde die Frage sehr interessant, weil ich mir sie auch immer wieder stelle. Weil es hört sich ja so ein bisschen ähnlich an, mit dem Unterschied, dass jemand, der hochsensibel ist, was ja auch keine Diagnose ist, sondern man sagt ja, es ist eher ein Charaktermerkmal oder Eigenschaft, hat natürlich keine Schmerzen dabei. Aber in gewissen Punkten, gebe ich dir recht, erinnert es sehr daran und hat sicherlich Parallelen. Ich glaube, der Unterschied ist, dass bei Migräne dann wirklich eine Konsequenz daraus erfolgt, nämlich dass es dann auch wirklich diese Entzündung gibt im Gehirn und dass da etwas in Gang gesetzt wird, was halt dann nur noch schwierig durch Medikamente zu stoppen ist. Stimmt, der Hochsensible hat keine Schmerzen, aber der Hochsensible, der muss sich dann früher mal zurückziehen, ja, weil eben alles zu viel ist. Und wo du das so erzählst, Bianca, denke ich, dass dein Buch ganz besonders wertvoll ist für die Partner von Migräne-Menschen. Ja, weil einfach um Partner oder in der Familie oder als Kollegin, wie auch immer, aber wenn man mit jemandem zu tun hat, der unter Migräne leidet, einfach um den besser zu verstehen, um überhaupt zu verstehen, was geht da vor sich, weil sonst geht man ja so von Kopfschmerzen aus und denkt sich, ja, nimm jetzt halt mal eine Tablette und wenn eine nicht hilft, dann nimmst du zwei, dann gehst du wieder in die frische Luft. Satz. Ich ja. liebe diesen Satz. Nimm eine Tablette. Ja, das ist der Standardsatz. Also leider ist es ja so, dass tatsächlich oft im Akutfall dann auch Tabletten helfen. Also es gibt spezielle Migräne-Medikamente, das sind dann die Triptane, die sind wirklich für schwere Anfälle. Aber auch das hilft halt nicht immer so. Und dann ist es genau, wie du es beschreibst, dass auch viele dann verwirrt sind, weil dann habe ich was genommen und mir geht es besser für einen halben Tag und am zweiten Tag lege ich aber wieder flach, weil der Witz an der Sache ist, die Migräneattacke selber läuft im Gehirn im Hintergrund weiter. Ich betäube sie im Endeffekt nur mit der Tablette, aber der ganze Vorgang, der sich da abspielt, der geht weiter. Und so ist es halt ein totales Mysterium und Migräne hat leider mit extrem vielen Vorurteilen zu kämpfen, weil es dann heißt, oft wird sie als Ausrede irgendwie benutzt. Dann wird oft gesagt so, du stellst dich irgendwie nur an, das ist so eine typische Frauenkrankheit, was ja auch Quatsch ist, es sind zwar mehr Frauen, aber es gibt durchaus auch viele Männer mit Migräne. Ich glaube irgendwie überhaupt liegt der Anteil, so insgesamt sind so zwischen 10 und 20% der Menschen haben Migräne.
Und es ist halt, wie gesagt, mit so vielen Mythen umgeben, weil viele Leute gar nicht wissen, was dahinter steckt, dass da Missverständnisse entstehen und wie du sagst, auch gerade in Partnerschaften, in der Familie. Und ich habe bewusst das Buch so aufgebaut, dass ich gesagt habe, der erste und der zweite Teil, bei dem können die Angehörigen mitlesen und die können dann aussteigen. Die müssen nichts zur Behandlung lesen und die müssen auch nichts lesen, wie lebe ich damit. Aber die kriegen im ersten Teil einen Eindruck davon, was passiert da eigentlich. Also ich habe da geschildert, genau diese Berghüttengeschichte, wie das eigentlich ist. Und im zweiten Teil erfahren die halt auch mal, was eigentlich so alles dazugehört. Und das hatte ich vorhin noch vergessen zu erwähnen. Wer da einfach auch mal einen Einstieg finden will, es gibt ja auch meinen Podcast, der heißt auch Ich habe Migräne und was ist deine Superkraft? Da kann man sich ja einfach mal reinhören. Da habe ich auch verschiedene Themen behandelt, die so rund um die Migräne mitschwingen, um da mal einen Eindruck zu bekommen. Und das kann man durchaus auch mal mit seinem Partner auf einer längeren Autofahrt hören. Also ist sicherlich für beide interessant. Mhm. Sehr, sehr gute Idee. Denn eben genau, um das so richtig zu verstehen, ich kann mich erinnern, meine Schwiegermutter, die hatte früher auch Migräne. Mhm. Und das hat dann bei ihr, die ist jetzt fast 80, das hat dann bei ihr mit den Jahren etwas nachgelassen. Das heißt, die Hoffnung bleibt, ne? Die Hoffnung bleibt, dass sozusagen mit der Hormonumstellung sich dann auch wieder was verbessert. Und ich habe noch etwas, und zwar, sag mal, Bianca, hast du schon mal eine Panchakarma-Kur gemacht? Eine ayurvedische Panchakarma-Kur, so diese Ausleitungskur, Entgiftungskur? Also zum ersten Fall mit den Hormonen, ja, in den Wechseljahren wird es immer wieder berichtet, dass es weniger werden kann, ist aber halt leider auch nicht bei allen so, aber ist immer so der Hoffnungsschimmer. Und generell ändert sich auch die Charakteristik der Migräne im Laufe des Lebens. Mhm. Aber dieses Hormonthema ist halt wirklich groß, deswegen vermutet man auch den Zusammenhang, dass es mehr, also fast doppelt oder dreifach so viele Frauen betrifft wie Männer. Das ist aber auch nur eine Vermutung. Und nee, die Kur habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Ich habe Akupunktur schon gemacht. Also Ohrakupunktur hat bei mir leider nichts gebracht. Also ich habe zwei Versuche gemacht. Beim ersten dachte ich, es hätte was geholfen. Beim zweiten hat es dann leider auch nichts gebracht. Also es gibt tatsächlich bei Migräne so ein paar Verfahren, die jetzt zumindest wissenschaftlich irgendwie belegt sind, die funktionieren. Und Akupunktur ist sehr zum Beispiel umstritten, was das angeht. Da scheiden sich so die Geister und es gibt noch nicht, soweit ich weiß, so richtig viele Wirksamkeitsnachweisstudien, die jetzt irgendwie belastbar werden. Super, also ich hole mir demnächst oder gleich nach dem Podcast, habe ich mir schon vorgenommen, hole ich mir das Buch. Und dann muss ich auf jeden Fall schauen, was da so für die Partner und für die Mitmenschen rauszufiltern ist. Und das halte ich eben für ganz, ganz wichtig, da Bescheid zu wissen. Denn wenn mein Partner irgendwie eine andere Erkrankung hat, dann will ich ja auch darüber Bescheid wissen und will mich da informieren und um den einfach bestmöglich zu unterstützen. Und wie du schon gesagt hast, gerade bei Migräne, das ist schon in so vielen, ich sage jetzt mal, Witzen und auch Filmen verarbeitet. Ja, die Frau, die hat Migräne. Ja. Hat einfach keine Lust und ja, die hat halt wieder Migräne. Also insofern, ja, man kann es halt eben die unsichtbare Krankheit von vielen nicht ernst genommen und unheilbar auch. Mit Kopfschmerzen verwechselt. Ja, jeder kennt von sich selber Kopfschmerzen und dann denkt man, hä? Und du stellst dich jetzt so an wegen Kopfschmerzen so. Aber das sieht man ja an dieser Aura zum Beispiel, dass das eine neurologische ernsthafte Geschichte ist, dass wenn ich dann plötzlich Lähmungserscheinungen habe oder so, also das ist halt schon sehr intensiv. Kannst du während so einer Lockdown-Phase, während du dich mit der Erna verabredet hast, während der Erna-Phase, kannst du da dir
Hast du da irgendwelche Gedanken sozusagen, dass dir Erna was sagen möchte, dass du es aufschreiben könntest? Weißt du? So irgendwie so wie so intuitive Gedanken, sowas in der Art? Du meinst, wenn ich eine Migräneattacke bekomme? Ja. Am Anfang habe ich mich auch oft gefragt, was will jetzt mein Körper mir damit sagen? Ganz dünnes Eis, weil bei Migräne ist es so schwierig, weil man oft sich selber die Schuld gibt. Und das ist ganz fies, weil ich kenne das von ganz vielen Migränebetroffenen, die haben da wahnsinnig mit zu kämpfen, weil zum einen fallen sie aus und das macht denen auch keinen Spaß. Und zum zweiten heißt es dann immer, ja, hättest halt mal dir nicht so viel Stress gemacht, du regst dich einfach so viel zu oft auf. Hättest du besser aufgepasst. Genau, so. Und dann fängt man selber auch damit an, da habe ich vor kurzem ein Reel-Video noch dazu gedreht, weil man dann einfach, oh nee, habe ich jetzt gestern zu viel Kaffee getrunken oder habe ich zu wenig geschlafen? Und das kann einen wirklich fix und fertig machen. Und meine Botschaft ist da wirklich immer, nein, man hat keine Schuld an seiner Migräne, weil... deswegen ist Wissen so wichtig, dass diese Veranlagung im Gehirn, die ist ja einfach da. Und dafür kann ich ja nichts, dass mein Gehirn leider, ich sage immer gern, mein Montagshirn, so wie das Montagsauto, das halt einfach nicht so gut funktioniert. Und deswegen, da kann ich ja nichts dafür. Natürlich kann ich auf mich achten, da gebe ich dir vollkommen recht, das sage ich zu mir selber auch so, ja okay, gut, vielleicht wäre es schon gut, wenn ich meine Yoga-Übung mal wieder mache, ein bisschen Tempo rausnehme und nicht vor lauter Stress mein Mittagessen weglasse. So. Das auf jeden Fall. Aber ich gehe nicht so weit, dass ich mir sage, mir will die Migräne jetzt irgendwie was sagen, weil, wie gesagt, für die grundsätzliche Fehlfunktion meines Gehirns kann ich nichts. Ja. Okay, also wir holen uns alle das Buch definitiv, entweder weil wir selbst Migräne haben oder weil wir jemanden kennen, um den besser zu verstehen. Jetzt heißt der Podcast ja, deine Gesundheit machst du selbst. Mhm. Und auch dies ist ja nicht als Vorwurf gemeint, sondern das meine ich so, dass du einfach sehr viel selbst in der Hand hast. Total. Ne? Und einfach nicht zum Arzt gehen sollst oder du sollst schon zum Arzt gehen, aber nicht mit dem Gedanken, okay, der Arzt, der macht das jetzt alles für mich oder die Tablette. Ne? 100%. Deswegen, was machst du denn für deine Gesundheit? Was sind so die Tools, die du verwendest? Vielleicht können wir von dir was lernen. Also, das ist für mich auch die wichtigste Botschaft überhaupt bei Migräne. Du hast selbst so viel Einfluss darauf. Mhm. Es muss nicht funktionieren, aber man kann viel machen, auch wenn sie nicht heilbar ist. Und für mich heißt zum Beispiel, meine Gesundheit mache ich selber, dass ich mir das nötige Wissen rund um Migräne aneigne. Das ist für mich ein großer Teil Selbstverantwortung, also Eigenverantwortung. Weil wenn ich nicht weiß, um was es da überhaupt geht und lasse mir irgendwie, das ist in letzter Zeit ganz populär, irgendwelche Fitnesspulver oder sowas andrehen, dann verpasse ich für mich selber die Chance, was zu finden und mit mir liebevoll umzugehen, was natürlich dann meiner Gesundheit zugutekommt. Also Eigenverantwortung und Wissen ist für mich ein großer Baustein. Das Gleiche, wie du das gerade erwähnt hast, ich bin ein sehr großer Fan, sich einen oder eine fähige Neurologin, Neurologe mit Spezialgebiet Migräne zu suchen, weil da auch nicht jeder darauf spezialisiert ist. Aber, und das ist das große Aber, entsprechend gut vorbereitet dahin zu gehen. Auch das ist für mich Eigenverantwortung. Ich muss wissen, was mir gut tut. Ich muss wissen, wie meine Migräne individuell aussieht. Also, dass ich das vorher auch beobachte und dann gut beschreiben kann. Ich kann nicht zum Arzt gehen und sagen, hier bitte machen Sie mich jetzt gesund. Gerade bei Migräne ist es ja so ein Punkt, dass man so viel selber tun kann. Ob ich regelmäßig schlafe, ob ich irgendwie regelmäßig esse, das kann der Arzt nicht überwachen. Und ich kann im Akutfall Medikamente nehmen. Und da bin ich mittlerweile auch okay damit. Ich habe mich früher immer versucht, nichts zu nehmen. Aber leider ist es in dem Fall halt so,
dass wenn der Prozess im Gehirn in Gang gesetzt ist, dann ist der nicht mehr wegzudiskutieren. Also nehme ich, also tue ich mir selber auch was Gutes und erlöse mich dann von den Schmerzen in dem Moment. Aber natürlich habe ich einen Einfluss darauf, in gewisser Weise, wie viele Medikamente ich nehme. Weil wenn ich jetzt einfach nur hingehe und sage, oh nee, mir ist das alles zu anstrengend, mein Leben da so ein bisschen danach auszurichten, ja, dann lande ich vielleicht bei 15 Medikamententagen im Monat und das kann nicht gut sein. Also da gibt es auch die Regel, bei Migräne maximal 10 Tage Medikamente, also maximal, wohlgemerkt. Mhm. Und das ist für mich so der größte Punkt, dass ich sage, Eigenverantwortung und Wissen und auch so eine gewisse Selbstfürsorge im Umgang, im Alltag, mit dem ich total viel bewirken kann, wo wirklich der Schlüssel ich selber bin. Und das kann mir niemand anderes abnehmen. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Das sind eigentlich ganz, ganz schöne Schlussworte, Bianca. Und hiermit sind wir ja auch schon am Ende. Und ich bedanke mich bei dir für das wundervolle Interview. Also ich kann jetzt definitiv Menschen mit Migräne viel besser einschätzen und besser mit ihnen umgehen. Und wie durch ein Wunder sind meine Kopfschmerzen jetzt total weg. Ja, juhu. Also genau. Das war jetzt einfach so wahrscheinlich das, was ich gebraucht habe, um mich auf das Interview vorzubereiten. Ja. Bianca, vielen herzlichen Dank für das wundervolle Interview. Pass gut auf dich auf, bleib gesund. Gleichfalls. Und ich wünsche dir, dass die Erna so sich immer mehr verabschiedet bei dir. Dankeschön, danke. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge geholfen hat, dass sie dir einige Tipps, Informationen, Maßnahmen, Tools an die Hand geben konnte, wenn du unter Migräne leidest. Dass sie dir einfach ein bisschen aufzeigen kann, was du vielleicht noch tun kannst, was du vielleicht noch nicht ausprobiert hast, was dir einfach noch nicht so klar gewesen ist. Und wenn du nicht selbst Betroffener bist, sondern quasi Begleiter eines Migränebetroffenen, dann hoffe ich auch, dass dir die Folge was gegeben hat, einfach den anderen besser zu verstehen. Und ich weiß, gleich im Anschluss hole ich mir ganz definitiv das Buch von der Bianca, denn ich halte das für ein ganz wichtiges Thema und möchte natürlich noch mehr darüber erfahren und möchte vor allem meine Patienten in der Praxis, die unter Migräne leiden, einfach noch besser verstehen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, du Menschen kennst, die unter Migräne leiden, dann hilfst du ihnen am besten, indem du diese Folge einfach teilst, indem du sie an all die Menschen, die unter Migräne oder einfach chronischen Kopfschmerzen auch, wo du schon vielleicht den Verdacht hattest, vielleicht ist es doch Migräne, dass sie es dann einfach für sich mal abchecken, abwägen können, dass die einfach mehr Bescheid wissen. Und ja, wenn dir die Folge so gut gefallen hat und du noch ein paar Minuten Zeit hast, dann freue ich mich riesig über eine Bewertung. Hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und so hilfst du mir, mit dem Podcast einfach noch mehr Menschen zu erreichen und ihnen Tipps, Informationen für ihre Gesundheit zu geben. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend, je nachdem, wann du die Folge jetzt gehört hast. Und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, deine Annette.